Hallo liebe Planties, heute geht es um Wurzelfäule. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich um Wurzelfäule geht. Ich glaube es aber schon. Und da ihr immer wieder wissen wollt, wie sieht das aus, was mache ich dann genau? Hast du irgendwelche Tipps, Tricks? Habe ich gedacht, ich muss auch warten, dass ich wirklich einen Fall von Wurzelfäule habe, den ich natürlich nicht heraufbeschwören wollte. Aber ja, irgendwie kommt es mir so vor, als wäre die Pflanze hier aus Berlin irgendwie verflucht. Ich hatte ja schon eine, habe ich ja schon tausendmal erzählt, die an Wurzelfäule gestorben ist, weil ich sie in Hydrokultur umgetopft habe und habe mich dann irgendwann getraut, diese hier, eine ältere, sage ich jetzt mal, älteren Anführungsstriche, erwachsene Monstera variegata umzutopfen, wieder in Hydrokultur, diesmal in Bleton. Und ja, jetzt nach einer Woche komme ich zurück und die ersten Blätter sehen so aus. Deswegen müssen wir sie jetzt gemeinsam rausholen und gucken mal, ob Wurzelfäule vorliegt, und dann können wir mal gucken, was wir dagegen machen können. Ich trenne die Monstera jetzt von dem Rankstab. Das erste Anzeichen, auf das ihr also achten müsst, wenn es um Wurzelfäule geht, ist gelbe Blätter. Aber gelbe Blätter können natürlich das unterschiedlichste überhaupt sein. Es könnte sein, dass sie ein bisschen Sonnenbrand hat. Es könnte vor allen Dingen auch sein, dass es sich um Tripse oder ähnliches handelt. Also Schädlinge, die die ganze Lebensenergie aus den Blättern saugen. Oder es kann auch wieder sein, dass Vitamine fehlen oder ein Pilzbefall vorliegt. Also leider, leider, leider sagen uns unsere Pflanzen da nicht so viel. Aber sehr häufig, vor allen Dingen, wenn ihr Pflanzen umtopft oder zu viel unregelmäßig gegossen habt, könnten wir Wurzelfäule haben. Und hier ist ein Beispiel dafür, dass ich auch natürlich nicht immer weiß, was abgeht und was meine Pflanze gerade will. Ich habe in den letzten Videos immer gedacht, meine Monstera Peru hat Sonnenbrand gehabt, weil sie sehr dolle unter einem Pflanzenlicht stand. Aber die gelbliche Färbung hat sich jetzt weiter ausgeprägt und ich denke jetzt nicht, dass es eine Variegierung ist, obwohl das sehr cool aussieht eigentlich. Die hat wieder andere Blätter wie die Monstera, also viel härtere Blätter, und wird es relativ spät zeigen, dass sie wirklich ein Problem hat. Deswegen lieber einmal zu viel aus der Erde holen und euch die Wurzeln anschauen. Das ist eigentlich so das Herz, die Organe der Pflanze. Die werde ich jetzt auch gleich nochmal rausholen und gucken, ob hier vielleicht auch Fäule vorliegt, weil es sich durch die gelben Blätter einfach schwer erkennen lässt. So, jetzt gucken wir mal. Der Stab hat wahrscheinlich keine Fäule. Ich habe jetzt schon Angst. Okay, und wir müssen die Kleine rausholen. Die Kleine übrigens hier, die stand schon lange in Hydrokultur. Aber manchmal entscheidet sich auf einmal eine Pflanze um und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Die hat relativ wenig Wurzelwerk noch gehabt. Und hier könnt ihr es jetzt sehr gut erkennen. Es liegt tatsächlich eine bereits existierende Wurzelfäule vor. Man sieht Wurzeln, könnt ihr denken, ja, das sind Wurzeln. Aber Wurzeln haben eigentlich eine viel hellere Farbe, richtig Struktur und sind auch lebendig, wenn ihr sie anfasst. Und hier, wenn ich jetzt drauf drücke, ist es wie so altes morsches Holz. Und wenn ihr jetzt darauf achtet, ich kann hier tatsächlich die äußere Hülle abziehen. Und ich konnte die äußere Hülle jetzt sehr, sehr gut abziehen. Die ist weich, bröckelig. Und in der Mitte, was hier übrig bleibt, dieser Strung ist hart, überhaupt nicht vital und nicht gefüllt mit Lebensenergie oder mit Vitalstoffen. Das merkt man eigentlich ziemlich dolle, dass es einfach ein trockener innen, so eine harte Faser ist. Und die ist eigentlich schon tot. Und daran erkennt ihr jetzt sehr, sehr schön, es handelt sich hier um Wurzelfäule. Auch diese kleinen Wurzeln kann ich wahrscheinlich jetzt einfach abreißen. In der Mitte bleibt noch so ein harter Haar fast schon übrig. Aber hier müssen wir jetzt auf jeden Fall weiter vorgehen. Okay, die hier ist auf jeden Fall schon befallen, hatte von sich aus schon nicht mehr so viel Wurzelwerk, weil es ja eine Zeit lang auch schon nicht gut geht. Jetzt gucke ich mal bei der anderen, die ja noch älter ist. Und da immer schon der Hinweis, eine ältere Monstera umzutopfen von Erde, also nicht vergessen, von Erde auf Hydrokultur, ganz auf Hydrokultur, ist ein sehr schweres Unterfangen. Und wahrscheinlich wird sie hier mich jetzt auch schockieren. Und die standen nur eine Woche jetzt hier drin, jetzt sind sie 2 Jahre. Geht aber noch, geht noch. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. So, ich habe die wirklich sehr gut abgewaschen. Aber teilweise haben wir hier auch Wurzelfäule. Eine gesunde Wurzel hat tatsächlich so eine Farbe. So eine richtige helle Farbe.
Aber die hier ist so in den ersten Stufen der Wurzelfäule, weil am Schluss ist dieses ganz dünne Haar, dieses Wurzelhaar, und der Strunk außenrum ist schon abgerissen. Und deswegen werde ich die Wurzeln großzügig abschneiden müssen. Diese Wurzeln hier sind richtig dunkel und leblos schon. Und da kann ich alles mit der Hand abziehen, ohne dass es einen großen Widerstand gibt. Und dann müssen wir jetzt gucken, ob wir nicht sehr, sehr viel wegschneiden. Weil ein Fehler, den ich letztes Mal auf jeden Fall begangen habe, ist Angst zu haben, dass ich zu viel Pflanze verliere und deswegen wenig wegschneide. Lieber zu viel, auch wenn es weh tut. Aber wenn die Wurzelfäule bleibt, wird sich wieder weiterfressen an der Pflanze und am Ende verliert ihr dann die ganze Pflanze. Lieber mehr als weniger. Die Wurzelfäule hat sich jetzt ja also bewahrheitet, wie ich mir eigentlich schon gedacht habe, weil diese Anzeichen von der Monstera habe ich genauso schon erlebt. Und ich habe hier unten jetzt auch noch einen Strang abgeschnitten, wo ich nicht ganz sicher bin, ob der nicht noch alleine weiterleben wird. Aber da er einen Blattknoten hat und eigentlich noch eine Luftwurzel, werde ich den nochmal von den restlichen Wurzeln befreien und in Wasser stellen. Genauso werde ich aber auch diese große hier in Wasser stellen und die hier, weil direkt einpflanzen werde ich sie natürlich nicht, weil sie haben derzeit einfach kein Wurzelwerk, nur eben ihre Luftwurzeln. Und so solltet ihr auch vorgehen. Schneidet wirklich so viel ihr könnt weg. Ohne wird es leider nicht gehen und es ist wichtig, dass natürlich ein Blattknoten und eine Luftwurzel zurückbleiben, damit ihr immer noch eine Pflanze habt. Und dann erstmal hier unten auf den Schnitt Zimt für 4 Stunden mindestens, am besten über Nacht, einfach irgendwo aufhängen, damit dieser untere Teil trocken wird, weil wenn der anfängt zu faulen oder fault, dann verliert er weiterhin noch mehr Pflanze. Und erst wenn das hier richtig schön getrocknet ist, da unten an der Schnittstelle, könnt ihr es in Wasser stellen. Und dann heißt es natürlich wieder warten und wieder Wurzeln ziehen lassen in Wasser. Aber jetzt gucken wir noch mal kurz, ob meine Monstera Peru das gleiche Schicksal hat. Gucken wir mal, was die Monstera Peru uns so sagt. Einmal rausholen. Und jetzt zur Freude von mir, also ist das hier jetzt kein Fall von Wurzelfäule. Die Wurzeln sind alle schön stabil, auch diese kleinen hier kann ich natürlich nicht zu dolle, aber so ein bisschen dran ziehen und es gibt so ein bisschen Sprungkraft. Es reißt nichts, es ist nichts irgendwie so verfault oder ähnliches, sondern es hat wirklich ein ganz schönes Wurzelwerk und es wird wohl immer noch etwas Sonnenbrand gewesen sein. Vielleicht auch was anderes. Es ist immer schwierig, das ohne ja, genauere Untersuchung zu sagen. Vielleicht hat sie auch einfach Vitamine gebraucht. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt umtopfen, jetzt auf diesen Versuch hin und vielleicht auch erstmal in Wasser stellen, um sie dann in Hydrokultur umzutopfen. Ich denke, das wird ganz gut gehen, aber erstmal kommt sie jetzt in Wasser, damit ich auch wirklich alle Erde löse und wir nicht denselben Fall von Wurzelfäule wieder haben. Aber das freut mich jetzt auf jeden Fall, weil auf jeden Fall nicht noch eine Pflanze so kahl geschoren werden muss. War jetzt nicht so ein erfreuliches Video, weil Anne und ihre Monsteras irgendwie doch immer wieder eine Herausforderung sind. Und das zeigt aber auch, wie anspruchsvoll doch das Hobby ist und wie umfangreich es manchmal sein kann. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch ein bisschen zeigen konnte, wie Wurzelfäule ist und dass ihr lieber zu viel wegschneidet und lieber weniger gießt als mehr. Und wenn ihr umtopft, ich habe da auch einige Videos zu, einfach darauf achten, je jünger die Pflanzen sind beim Umstieg in Hydrokultur, desto besser. Und wenn sie älter sind, dann würde ich echt mit Vorsicht an das Ganze rangehen und lieber sagen, wie bei dieser Monstera, die hinter mir steht, wir lassen sie lieber ganz normal in ihrem Erdsubstrat und da fühlen sie sich wohl und da bleiben sie dann auch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns nächsten Mittwoch. Tschüss!